ja ganz großer Fan von dem Spruch, wir wollen dem Kunden nichts verkaufen, der Kunde soll von sich aus bei uns kaufen wollen. Und das gelingt aber nur dadurch, dass wir da die Grundbedürfnisse, die Motive berücksichtigen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal, sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite, sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste, wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den immomarketing.click-Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.click/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun, genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Willkommen im Jahr 2023 und das sage ich heute am 18.03.2023. Bei mir ist schon wieder etwas länger her, dass ich eine Podcast-Folge aufgezeichnet habe und speziell auch, dass ich eine Einzelfolge aufgezeichnet habe. Warum ist das so? Einerseits habe ich aber auch extrem viel zu tun gehabt beruflich. Also erfreulicherweise habe ich genug zu tun mit meinem Projekt, mit meinen Kunden, die ich so unterstützen darf. Und andererseits genieße ich auch gerade die Freizeit zu Hause mit der Familie, mit meiner kleinen Tochter, mit meiner Frau, um dann auch diesem Projekt, also der Familie, quasi mehr Zeit zu widmen, als wie ich es zuletzt mit dem Podcast gemacht habe. Dennoch, heute soll es wieder eine neue Podcast-Folge geben und damit auch zu dem Thema Immobilienmarketing eben im Jahr 2023. Die Situation ist ja doch jetzt eine ganz andere, wie es die letzten Jahre gewesen ist. Es ist einerseits viel schwieriger geworden für Käufer, um wirklich auch was kaufen zu können, weil die Banken auch entsprechende Regulatorien haben, die Zinsen extrem gestiegen sind und damit umgekehrt ist es für die Verkäufer, für die Vermarktenden schwieriger geworden, eine Immobilie zu vermarkten und damit eben an die Zielgruppe anzubringen. Dennoch bin ich aber davon überzeugt, dass wenn man Immobilienmarketing richtig macht, wenn man da viele essentielle Themen dabei berücksichtigt, dann ist es einfach, auch im Jahr 2023 Immobilien erfolgreich zu vermarkten. Genau zu dem Thema habe ich auch erst letzte Woche einen Vortrag gehalten in Salzburg beim Immobilienstammtisch Salzburg. Und da wurde ich gefragt, Alex, wie wichtig ist das Thema Immobilienfotografie? Mit der Zusatzfrage, lässt sich in schwierigen Zeiten wie diesen eine Immobilie aufgrund sehr guter Fotos teurer und schneller verkaufen? Meine kurze Antwort war ja, aber. Und das Aber gilt eben dem, dass ich sage, man muss eben einige Sachen berücksichtigen, um damit einen entsprechenden Erfolg zu erzielen. Ich habe dann gesagt, liebe Teilnehmer, liebe Gäste, die heute mit dabei sind, ich halte gerne einen Vortrag zum dem Thema. Allerdings möchte ich gerne die Eingangsfrage umändern, also nicht, wie wichtig ist das Thema Immobilienfotografie, sondern wie wichtig ist das Thema Immobilienmarketing. Weil es geht eben nicht nur darum, schöne Immobilienfotos zu haben, sondern man muss da noch viele andere Sachen berücksichtigen, die wir uns dann heute in der aktuellen Podcast-Folge ansehen oder ja, anhören können. Schauen wir uns doch mal zu Beginn an, was sind denn die typischen Gründe, um Immobilien perfekt zu präsentieren? Punkt 1 könnte sein, du möchtest die Immobilie schnell verkaufen oder schnell vermieten. Punkt 2 ist, du möchtest sie zu einem guten Preis verkaufen oder vermieten. Grund 3 könnte sein, du hast eine Ferienimmobilie, du möchtest den Buchungskalender füllen und gut auslasten. Und Punkt 4 könnte sein, du möchtest über die guten Fotos neue Abgeber und auch neue Kunden gewinnen. Ich bin ein ganz großer Fan von dem Spruch, wir wollen dem Kunden nichts verkaufen, der Kunde soll von sich aus bei uns kaufen wollen. Und das gelingt aber nur dadurch, dass wir da die Grundbedürfnisse, die Motive berücksichtigen, die eben Kaufinteressenten für sich hegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt die sogenannte Maslow'sche Pyramide, die der Psychologe Abraham Maslow aufgestellt hat. Also aufgestellt heißt in dem Fall, er hat eine Theorie aufgestellt, die eben besagt, alle Menschen haben 5 Hauptgrundbedürfnisse. Alle Menschen wollen also mal ihre basisphysiologischen Bedürfnisse stillen
Das heißt auch mal, sie wollen eine Kleidung haben, sie brauchen Nahrung, sie brauchen ein allgemeines Dach über den Kopf. An zweiter Stelle stehen dann Sicherheitsbedürfnisse. Die Leute brauchen also ja, Sicherheit für sich selbst als Person, Sicherheit für ihre Familie, für ihre Angehörigen. Sie brauchen Sicherheit auch durch das Thema ja, eine sichere Wohnung, durch eine Arbeit und Einkommen, das sie generieren. Sie brauchen auch Ordnung und Angstfreiheit. An dritter Stelle ist dann das Thema soziale Bedürfnisse. Und da brauchen sie einen Partner, Freunde und Liebe. Weiters brauchen sie dann auch Individualbedürfnisse wie Anerkennung und Geltung. Und ein weiterer Punkt ist auch das Thema Selbstverwirklichung. Sie wollen auch für sich etwas selbst erreichen. Sie wollen sich selbst auch entfalten, ihre Persönlichkeit entfalten. Und jetzt gilt es im Marketing zu berücksichtigen, diese Grundbedürfnisse sind auch Motive, warum Leute etwas machen, warum sie eben auch Dinge kaufen oder warum sie Dinge tun. Und jetzt ist es eben so, die Leute kaufen Immobilien, weil sie eben ein Dach über dem Kopf brauchen. Sie kaufen gute Immobilien, weil sie ein Sicherheitsbedürfnis haben. Sie kaufen Immobilien auf Basis von Sozialbedürfnissen, weil sie eben für ihre aktuelle Familie, für ihre künftige Familie etwas erschaffen wollen. Sie kaufen Immobilien auf Basis von Anerkennung und Wertschätzung, dass eben irgendwer sagt, dass zur Familie mal so gut gemacht, dass sie eben eine Wertschätzung von wem erhalten, sei es von der Frau, sei es von den Kindern, sei es von den Angehörigen oder auch von den Arbeitskollegen. Oder sie kaufen auch Immobilien oder sei es rein Grundstücke, um sich auch selbst zu verwirklichen, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Grundstück, ich baue mir dort selbst mein Haus drauf oder ich kaufe ein Fertigteilhaus, möchte mir dennoch aber mein eigenes Zuhause selbst verwirklichen, so wie ich das gerne haben möchte. Also das sind eben die Basisgrundbedürfnisse, wie gesagt auch die Motive, warum eben Leute etwas tun, warum sie etwas kaufen und damit auch, warum sie Immobilien kaufen. Jetzt habe ich etliche Male das Wort kaufen gesagt oder auch verkaufen. Jetzt auch nur einen ganz anderen guten Spruch für dich. Verkaufen bedeutet Kunden motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen oder allgemein eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte jetzt den Satz mal ein bisschen aufdröseln für dich. Einerseits das Wort verkaufen. Also beim Thema verkaufen geht es jetzt nicht um das Thema Verkauf im Sinne von Gegenwert. Ich gebe dir das Gut und du gibst mir einen Eurobetrag zurück oder einen Geldwert zurück, sondern es geht eben auch rein darum, Ideen zu verkaufen. Und das zweite Wort, was ich jetzt dir auch nochmal erklären möchte, ist das Thema motivieren. Das kommt vom Hauptwort Motiv und das stammt vom lateinischen Wort Motus ab, was übersetzt die Bedeutung Bewegung und Antrieb hat. Und damit auch vom Thema Beweggründe, also Gründe, warum eben Leute etwas tun. Also nochmal der ganze Satz. Verkaufen bedeutet, Kunden motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und das bedeutet eben, du musst Kunden eigentlich die zündende Idee geben in ihr Hirn, in ihr Gedankengut, um sie eben zu motivieren, um für sie einen Beweggrund zu finden, warum sie sich für etwas entscheiden sollen. Und wenn du das eben berücksichtigst, dass du bei deinen Immobilien-Marketing-Aufnahmen, bei deinen Immobilien-Marketing-Aktivitäten verkaufst, aber eben eigentlich Ideen verkaufst und damit die Beweggründe, warum eben Leute sich für dich und für dein Immobilienobjekt oder für dich und deine Immobiliendienstleistung entscheiden sollen, dann wird das Ganze auf jeden Fall viel einfacher. Schauen wir uns nochmal das Thema Verkaufen an sich an und damit auch Verkaufen gegenüber Zielgruppen. Und damit hast du auch verschiedene Zielgruppen, die wir vorhin auch angesprochen haben. Einerseits das Thema, du hast entweder Käufer, und ein Käufer kann entweder ein Eigennutzer sein oder auch ein Investor. Und einem Eigennutzer musst du wiederum andere Ideen verkaufen. Dem musst du andere Argumente liefern, den musst du anders überzeugen, dass er sich für ein Objekt entscheidet als eben einem Investor. Der Eigennutzer hat bestimmt andere Grundbedürfnisse, die für sich oder für seine Familie eben braucht, als eben ein Investor, der das aus einem anderen Antrieb heraus macht. Einem Mieter musst du auch wieder die Immobilie gewissermaßen anders präsentieren oder eben auch verkaufen, weil ein Mieter möglicherweise wieder ganz anders denkt, weil er ganz andere Grundbedürfnisse für sich hat, als wie es eben beim Käufer ist. Und wiederum die nächste Zielgruppe, der du auch gewissermaßen die Immobilie verkaufen musst, ist das Thema Feriengäste. Denen musst du nicht wirklich die Immobilie selbst verkaufen, im Sinne von, ja, der kauft ja nicht das ganze Ding, sondern der mietet sie ja rein, die Immobilie für einen gewissen kurzen Zeitraum, eben für eine Woche, für 2-3 Wochen als Gast während seines Urlaubs. Und dem musst du halt die Idee, bei dir zu wohnen, anders verkaufen, anders präsentieren, als wie eben wieder dem Käufer oder dem Mieter.
Aber alle brauchen gewissermaßen die verkaufenden Argumente, die überzeugenden Argumente, warum sie sich eben für dich oder genau für deine Immobilie entscheiden sollten. Ein ganz wesentlicher Tipp, den ich dir heute auch mitgeben möchte, ist der: Immobilienfotos und Immobilienmarketingunterlagen müssen eigentlich zwei Dinge machen. Einerseits, sie müssen informieren, andererseits, sie müssen Emotionen wecken. Was meine ich mit dem ersten Punkt, informieren? Klar, die Marketingunterlagen müssen Zahlen, Daten, Fakten liefern, im Sinne von, wo ist die Immobilie? Ist sie in einer A-, B-, C-Lage? Ist sie in der Innenstadt oder ist sie draußen irgendwo um die Stadt drumherum im Umkreis? Wie groß ist sie? Welche Anzahl an Zimmer hat sie? Welche Merkmale hat sie? Welche Ausstattungskriterien? Wie alt ist sie? Was soll sie kosten? Also das sind alles Informationen auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Demgegenüber stehen dann aber die Emotionen, die du eben wecken solltest. Und da gibt es eben auch den ganz interessanten Spruch: Facts tell, emotions sell. Und das kommt auch wieder daher, auf Basis dessen, was wir eingangs heute schon behandelt haben, das Thema Grundbedürfnisse, Motive, antreibende Faktoren, warum ich mich für oder gegen etwas entscheide. Und die Leute argumentieren zwar immer mit Fakten, sie argumentieren also rational, und rational, Ratio, ist eben der logische Verstand. Sie müssen zwar natürlich logisch irgendwie auch denken, aber dennoch, sie entscheiden gewissermaßen emotional. Und sie sagen auch immer, es ist ein Bauchgefühl auch, das bei einer Entscheidung mitschwingt. Und Bauchgefühle sind dann auch wieder, ja, Emotionen. Und damit musst du eben auch Emotionen wecken und das Interesse eben schüren auf Basis der Grundbedürfnisse, auf Basis der Motive, die Leute für sich haben. Ich möchte damit zum Ende der heutigen Podcast-Folge kommen und dir nochmal eben bewusst machen: Mach du dir selbst für dich bewusst, wer ist deine Zielgruppe, gegenüber der du ein Objekt vermarkten möchtest? Wer ist die Person, die künftig deine Immobilie kaufen, mieten oder auch als Feriengast mieten sollte? Mach dir das Thema Zielgruppe ganz, ganz bewusst. Und wenn du das weißt, wer ist deine Zielgruppe, dann mach dir bewusst, was hat diese Zielgruppe für Probleme, für Wünsche, für Sehnsüchte? Was möchte die eben haben? Wonach sucht die eigentlich genau? Und wenn du das weißt, was deine Zielgruppe haben möchte, was deren Problem ist, vor allem auch, was deren Bedürfnis ist, was deren Motiv ist, dass sie sagen, sie suchen etwas Neues, dann kannst du umgekehrt dafür eine ganz spezielle Lösung anbieten, die eben dann deine Immobilie ist als Lösungsangebot. Wenn du jetzt das dann kombinierst, deine Lösung, die du hast für das Problem, für die Zielgruppe da draußen, dann kannst du eben das ganz gezielt aufbereiten, dann kannst du dein Immobilienmarketing so gut aufbereiten und strukturieren und auch medial präsentieren, dass die Leute deiner Zielgruppe ein sehr hohes Interesse daran haben und eben auch damit anfragen und die Immobilie von dir haben wollen. Also wenn du das berücksichtigst, dann geht es viel einfacher, eben die Zielgruppe ganz genau anzusprechen im Vergleich dazu, wenn du nur allgemeine schöne Immobilienfotos, schöne Immobilienmarketingaufnahmen hast, die aber gewissermaßen an den Bedürfnissen, an den Wünschen, an den Motiven deiner Zielgruppe vorbeigehen. Um damit nochmal auf die Eingangsfrage einzugehen: Lässt sich in schwierigen Zeiten wie diesen eine Immobilie aufgrund sehr guter Fotos teurer und schneller verkaufen? Ist ihm die Antwort ja, wenn du darauf achtest, die richtige Zielgruppe anzusprechen oder auch die Zielgruppe richtig anzusprechen. Wenn du emotional präsentierst auf Basis der Grundbedürfnisse und Motive, nach denen die Zielgruppe eben etwas kaufen oder mieten oder als Feriengast für sich haben möchte. Wenn du hochwertige, ansprechende Immobilienmedien für dich nutzt und wenn du ein umfangreiches Immobilienmarketing nutzt und damit auch die Themen Fotos, Videos, Texte, Keywords, Homestaging, digitales Staging und so weiter berücksichtigst. Jetzt habe ich nur ganz am Ende die Themen Fotos, Videos und so weiter erwähnt. Schau dir gerne auch nochmal meine Immobilienfotografie-Checklisten an, meine Immobilienvideos-Filmen-Checklisten, auch gerne den Immobilienfotografie-Online-Kurs oder auch den Online-Kurs Immobilienvideos-Filmen mit dem Smartphone. Ansonsten schau dir auch gerne die Tipps an, die 10 häufigsten Tipps, wie du deine Immobilienfotos besser machen kannst. Und all diese Tipps und Links findest du in den Shownotes der heutigen Podcast-Folge. Und die werden dir dabei behilflich sein, um eben auch im Jahr 2023 Immobilien erfolgreich zu vermarkten, die damit auch deine Ziele erreichen. Wenn du konkrete Fragen hast zum Thema Immobilienmarketing, zum Thema
Marketing von dir und deinem Business, dann stell sie mir gerne und setze dich auch mit mir in Verbindung. Du kannst mich gerne via LinkedIn kontaktieren, via Instagram kontaktieren, via E-Mail-Adresse kontaktieren, via WhatsApp oder Facebook-Nachricht, wie auch immer. Also ich bin dir gern dabei behilflich, auch dann dir bei deinem Immobilienmarketing, bei deinem Online-Marketing für dich zu helfen. Liebe Grüße und bis bald. Ciao. Das war's nun auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.click/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Enter deine Mail an podcast@alexstadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke jedenfalls für dein Mitdabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.